hat Solomon hat gedacht, sie kann mal eben die ganze Welt in Panik versetzen. Die Öffentlichkeit zum Notfallmodus zwingen, das wäre es Pamphlets Absicht, ihr es wären Fetzen. Damit wurde Greta Thunfisch instruiert, die kleine Bauchrednerpuppe hat nichts kapiert. Deren Eltern haben pünktlich ihre Marionettenbiografie geschrieben, haben damit Millionen verdient und die Wahrheit hintertrieben, zum Schaden aller in der ganzen Welt. Na, wie fühlt sich's an? Wissen, das stirbt Kind, Frau und Mann, weil das moralisch verfaulte Lügengesindel der Welt aufzwängt, die schädliche Maulkorbwindel. Die Pandemie dauert so lang, bis ein Impfstoff da ist, dekretiert die gottlose Bolschewickenschlampe. Wann hört Deutschland auf, dem zu vertrauen, die nach oben reihen, ihr verlogene Obrigkeitspampe? Mit solch Schwachsinn werden wir für dumm verkauft, weil immer noch zu wenig sichtbar uns zusammenrauft. In anderen Ländern würden Verräter längst an Latrinen baumeln, Auftragskiller reben sich die Hand, täten vor Freude taumeln, weil sie sorgen dafür, dass euch Pest die Erde räumt. Ja, wie fühlt sich's an? Wissen, das stirbt Kind, Frau und Mann. Das moralisch verfaulte Lügengesindel der Welt aufbefehlt, die Sklaven-Maulkorb-Windel. Attila, die zwei Oliver, Heiko Samuel, Thomas Bertold, Ben Bayerlein, Michael Fritsch werden verrückt genannt. Dass ehrenwerte Polizisten mutig die Wahrheit sprechen, das war ihnen gänzlich unbekannt. Ah, der Lügensumpf wird völlig abgesaugt, wird als Prominenz, die mutig sich zu sprechen traut. Hallo, Attila Hildmann-Schmähe, ihr hirnamputierten Kojoten, übertrefft an Dummheit Gassaskias angebliche Covidioten. Doch damit hat sich die SPD-Putzfrau komplett naiv desavouiert. Na, wer pfeift da im Wald? Die neue Weltordnung läuft aus ihr bald. Billy, lass dir von Abramowitsch plus Impfdreck täglich einblasen und beschmutz unsere Welt nicht mit den heiligen Rasen. Von Abramowitsch plus Impfdreck täglich einblasen und beschmutzt nicht unsere Welt, Seele in dem heiligen Rasen. Es kommt der Tag, wir freuen uns schon, dann wird eine zur Rechenschaft euch ziehen. Denn Erde, Pflanze, Tier, der Mensch, auch euer Geist ist wohlweislich euch nur geliehen.
Tötet so viel Kinder ruhig, wie ihr noch wollt. Es naht der Tag, hab nichts getan für eine Lösung sollt. Das Zeichen vom Biest, es kann euch nicht retten. 666 Mal wird der Tod euch fliehen, ihr seid dann in Ketten. Euch wird eine hübsche Tschechener Rechnung unbestechlich präsentiert. Erfüllung heißt, das kommt bald. Der Gefallene umgarnt euch eine kleine Weile. Euer Untergang ist beschlossen, nur keine Eile.